Ja, servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ein neues Spiel, ich hab's ja schon angekündigt hier, ne? Ja, Nvidia ist mit dabei. Ist von 2K Games. Ja, dürfte schon eine Vorahnung sein, was das sein könnte, ne? Ja, spätestens jetzt sollte man es eigentlich wissen. Ja, ich wurde so oft gefragt und hab, glaube ich, gezählt 20, 22 Anfragen gekriegt. Ich soll's doch auch mal spielen und mal probieren. Sogar die Freundin sitzt hier neben mir ganz begeistert, dass ich das jetzt auch mal anzocke, weil sie spielt's im Prinzip über die PlayStation. Ich mach's jetzt hier auf dem PC, nämlich wir spielen eine Runde Bioshock. Ja, fangen mit dem ersten Teil an. Und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Abwechslung mal zu den ganzen Simulatoren mit Landwirtschaft und Co. KG. Ist mal was ganz anderes, da könnt ihr den ollen Solaris mal ein bisschen sterben sehen. Ne? Und ja, wir schauen einfach mal, was wir hier machen können. Gucken mal kurz in die Optionen. Ha, ist ja schön friedlich, die Musik. So, die Auflösung ist natürlich irgendwie für die Füße. 1680 mal 1050. Ja, das hätte ich gerne. So, Fenstermodus lassen wir aus, sonst klappt das nämlich nicht so wirklich mit dem Aufnehmen. Ansonsten lassen wir mal alles. Gehen wir kurz auf Übernehmen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Jawohl. Ja, bitte übernehmen. Dann sieht das auch schon ein bisschen mehr nach Grafik aus, ne? So, Helligkeit ist auch in Ordnung. So, wie komme ich jetzt wieder zurück? Übernehmen haben wir geklickt. Ah, über Verwerfen komme ich zurück. Okidoki. Steuerung. So, Ansicht invertieren natürlich aus. Vibration aus. Ne, da brauche ich nicht. Xbox Controller haben wir auch nicht. Die Mausempfindlichkeit setzen wir mal so in die Mitte. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. So. Und ansonsten, ups, da war ich gerade. Steuerung mit Tastaturbelegung und so sieht man jetzt noch gar nichts. Doch, da ist es ja. Tastenbelegung. Ja, machen wir weiter. So, wir bewegen uns also über die Tastenkombination Waste ganz normal weiter. Über Leertaste springen wir. Mit der Steuerungstaste gehen wir. Okay, das ist also langsam. Und C ist ducken. Okay. Nach links, nach rechts, nach oben, nach unten sehen. Das brauchen wir jetzt erst einmal nicht. So, die Equipment. Da wird es auch interessant mit der Umschalttaste. Machen wir die Waffen und Plas. Mal gucken, ob. Nee, die ist noch nicht belegt. Das möchte ich gerne ändern auf die Tab-Taste. So, erneut laden. Ist R wie Reload. Klar. Nächste Munition, Mausrad klicken. Okay. Vorherige Munition B. Zoom ist Z. Das ist in Ordnung. Die Waffen 1 bis 8 ist, glaube ich, auch okay. So, feuern, linke Maustaste. Zwischen Waffen und Plasmiden umschalten. Rechte Maustaste ist auch in Ordnung. So, Plasmid installieren, F1 bis F6, da müssen wir immer drauf achten. Ich habe zum Beispiel die Aufnahme auf F8 liegen, von daher ganz gut. Schnell speichern F8, ja, das müssen wir natürlich ändern. Da gehen wir mal auf F11 mit. So. Ist zwar auch gleichzeitig ein Bioshock-Screenshot, aber, oder warum ist mit F12? F12 ist gut. So, Schnellladen, F9 ist auch kein Problem. Little Sitter, ja, siehst du. Ausbeuten und retten. Jo, ich denke mal, das können wir so langsam erstmal lassen. Das speichern wir mal ab. So, und jetzt gehen wir auf alle Fälle mal ins Spiel rein. Spieloptionen. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte ganz daraus zurück. So, neues Spiel. Schwierigkeitsgrad auswählen. Ha, du bist ein Shooter-Neuling. Fortgeschritten, du hast bereits andere Shooter gespielt. Naja, schwer, du bist ein absoluter Shooter-Experte. Also da bin ich höchstens Experte im Sterben. Deswegen gehen wir mal auf leicht, damit auch der olle Solaris eine Möglichkeit hat. So, Bioshock, um was geht's denn da? Ich habe ehrlich gesagt, ja, hier vom Let's Play null Ahnung. Hab so ein bisschen was von der Story mitgespielt, gekriegt, aber ansonsten. Ja, weiß ich noch gar nichts. Also gehen wir mal ganz neu da rein. So, und hier steht jetzt schon der erste Text. Natürlich können Ryans Jungs das Labor vor Hackern schützen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir es nicht hacken werden. Hacken klingt gut, ne? 1960, Mittlerer Atlantik. Puh. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir: Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, Sie hatten recht. Dass mein Flugzeug rauchen darf, ist mir neu, ne? Aber gut, okay. Das klingt jetzt gerade nicht gut. So. Okay. Da sind wir. Herzlich willkommen bei Bioshock.
Sieht ja eigentlich noch gar nicht so schlimm aus, ne? Irgend so ein Jugendlicher, der da, was weiß ich, Portemonnaie anguckt. Ja, der Flieger, ja. Mal gucken, was jetzt passiert ist. Ach du Schande. Wo bin ich hier? Mutti? Oh. Klingt so, als ob ich mitten im Wasser bin. Da rutscht eine Handtasche vorbei. Kann ich schon irgendwas machen? Nee, ich kann noch nichts machen. Wow. Ach du heilige Scheiße. Was ist das denn? Erstmal, oh, an die Oberfläche. Ach du Scheiße, Feuer. Feuer, hier brennt's. Mutti, was ist denn hier los? Ach du lieber Gott. Ja. Oh, da geht's raus, da geht's raus. Da schwimmen wir mal hin. Ach du lieber Himmel. Schnell hier weg. Feuer ist zwar schön warm, aber. Oh. 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 Ah, Triebwerk explodiert. Wow. Das war wohl mal das Flugzeug, in dem wir gesessen haben. Ui. Wow. Großer Leuchtturm. Guck, gibt's hier sonst noch was? Nee. Trümmer. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss an Land. Ich muss ganz schnell an Land. Erstmal festen Boden unter den Füßen kriegen. Uiuiui. Ja. Mama. Das ist ja. Hilfe ist das. Oh Gott, oh Gott. Aber hier ist wenigstens Licht, hier ist hell. Hier ist ein Leuchtturm. Oh mein Gott. Und ich stelle wieder was fest. Ja, wir haben keine Füße. Typisches Shooter-Ding. Wir haben keine Füße. So, und da haut unser Flugzeug ab. Puh, da haben wir Glück gehabt, dass wir da gerade noch rausgekommen sind. Mamma mia. Oh, die Lampe, naja, die hat so ein bisschen Probleme. Wow. Ach du Heilige. Da geht's die Treppen hoch. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir da rausgekommen sind aus dem Inferno. Wow. So. Oh Gott. So. Hier geht's die Treppe hoch. Mal schauen. Wow. Das sieht schon ein bisschen freundlicher aus. Oh, der tiefe, dunkle Ozean. Da das Flugzeug. Erwarten die uns? Da ist schon offen. Dann gehen wir mal da ganz vorsichtig rein. Oh Gott, hier ist alles dunkel. Nein, nein, nicht Tür zu. Na, toll. Wo? What the hell? No gods or kings, only man. Okay. Die große Kette, keine Götter oder Könige, nur Menschen. Der guckt mich aber ziemlich böse an. Aber die Musik ist sehr beruhigend. So, schauen wir mal, was steht denn hier so drauf? Oh, in welchem Land gibt es einen Platz für Leute wie mich? Andrew Ryan. Andrew Ryan. Scheint irgendein besonderer Kerl zu sein. Oh, der Mensch erschafft. Ein Parasit fragt: Wo ist mein Anteil? Ja. Okay, das ist, ja. Ja. Da geht's irgendwie nach unten. Der guckt echt böse. Puh. Komme ich jetzt hier wieder raus? Mami? Nein, komme ich nicht raus. Also muss ich wohl irgendwie jetzt hier weiterlaufen. Dann schauen wir uns hier mal um. So. Aber die Technik ist cool. Die haben Bewegungsmelder. Überall, sobald ich auftauche, gibt's Licht. Wow. Schöne Deko. Das ist ja was für die Eingangshalle. So. Da, ach du lieber Gott, da geht's nach unten. Da geht's nach unten. Oh Gott. Treppe. Treppe. Da hinten geht Licht an. Ui, ui, ui. Okay. Was haben wir hier? Kunst. Aha. Was haben wir denn da noch? Was haben wir da? Industrie. Was ist da drüben noch? Ha, die Wissenschaft. Science. Okay. So, aber hier geht's nirgendwo weiter. Oh. Tauchglocke? Wollen die jetzt, dass ich da reingehe? Will ich da wirklich rein? Ich weiß nicht. Die Musik klingt böse. Mami, ich will da nicht rein. Na gut. Okay. Gehen wir mal rein. Tauchkugelhebel ziehen. Ah, ein Radio. Das ist die beruhigende Musik. Wie schön. Will ich da jetzt dran ziehen? Ich weiß nicht. Ich versuch's mal. Oh, 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 oh. Wo zur Hölle? Habe
Hallo, hallo, hört mich da jemand? Ich hoffe, das Ding ist dicht. Oh, das sieht ja edel aus. Cool. 18. Ne? Oh, guten Tag. Fire at your fingertips. Plasmide. Ich bin Plasmide? Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, jo. Sagt der Mann in Washington, es gehört den Doch. Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Haha, das wäre ja noch besser. In Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Rapture? Wow. Statt der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu großem bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, Ui. Kann Rapture auch ihre Stadt. Ah, Achtung, Achtung. Was ist das? Was sind das für einer? Ah, ein Arbeiter? Der hat aber komische Arbeitsklamotten an. Oh, 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 der hat einen Bohrer? Was ist denn das für einer? Hui, Wahl. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Wer spricht da? Hallo? Hallo? Ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Die Splicer kommen. Splicer? Wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Was zur Hölle? Hallo, sprecht ihr mal mit mir? Kuckuck. Oh je. Willkommen in Rapture. Du kannst dieses Spiel jederzeit im Optionsmenü speichern. Das ist gut. Ich weiß jetzt noch nicht so wirklich, was mich erwartet. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Happy New Year 1959? Das ist schon ein paar Tage her. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt. Ich sehe noch gar nichts. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich. Hallo? Ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können. Aua. Oh Gott, was macht ihr mit dem? Ich möchte hier drin bleiben. Ich möchte nicht raus. Schick mich wieder nach oben. Nein, nein. Mutti. Ich will wieder nach oben. Da schwimme ich ja lieber nach Hause. Was macht die? Nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Funkgerät? Jetzt kann ich mit dir reden. Toll, das ist schön. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast. Aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Okay. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Nee, ich will nicht. Die Frau macht mir Angst. Nee. Kann ich wieder nach oben? Nee, geht nicht. Dann muss ich wohl doch da raus. Oh, 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 oh. Na, da bin ich mal gespannt. Gut, aber das erleben wir nicht mehr heute, denn die Folge ist leider schon zu Ende. Ja, in der nächsten Folge steige ich hier mal aus der Gondel und guck mal, wer die Frau mit der zarten Stimme und der scharfen Klinge ist. Ich hoffe, dass ich der noch nicht so begegne. Aber ich
muss mich hier, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen zurechtfinden, wo ich überhaupt hier gelandet bin. Aber wenn ich so die Geräusche höre, Mann, ich möchte wieder nach oben, ich schwimme auch nach Hause, aber lass mich hier raus. Na gut, okay, hilft jetzt nichts. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Servus und tschüss.